Marlo? Mach den Fallschirm auf, mach den Fallschirm. Oh Gott sei Dank. Finde eine Lichtung zum Landen. Ah! Schön. Finde fehlende Squadmitglieder. Das heißt, finde die fehlenden Squadmitglieder. Dass ich mich über sowas aufrege. Ich habe nur eine Pistole dabei. Ich höre Geschüsse. Ich höre immer noch Schüsse und Gott sei Dank können wir. Ich wollte nicht die Waffe. Ich hätte gern die wieder. Und als zweites hätte ich gern wieder ein Zerstörungsgewehr. Wer schießt denn hier? Marlo, Gewehr, da! Einheiten im Anmarsch. Eine Minute, vielleicht weniger. Schätze, das müssen wir allein schaffen. Dann mal an die Arbeit. Oh je. Da erinnere ich mich auch dran, dass ich da oft gefehlt habe. Da kommen Männer durch die Bäume links von der Straße! Gott. Bin ich schlecht im Zielen? Bin ich schlecht gerade? Oh Gott. Infanterie rechts von der Straße. Na wunderbar. Infanterie. Der ist auch hin. Scheiße. Scheiße, die sind überall. Die versuchen das Haus zu... Wo... Alter. Sehr schön. Den hätten wir auch erwischt. Oh, es speichert. Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut. Oh oh, da kommt GL. Bitte was? Ich geh rüber in das andere Haus. Gib mir Deckung. Es ruckelt gerade ein bisschen. Und ich erwische natürlich nicht. Wenn du mal schneller nachladen würdest, würde ich mich freuen. Den hätten wir auch erwischt. Den hätten wir auch. Die sind auch tot. Das wäre erledigt. Ich wusste ja immer, dass du schießen kannst. Achtung! Oh. Dim 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 dim. Problem. Ich bin gleich tot. Wieso bin ich schon fast tot, wenn er kommt? Oh. Jemini, lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich doch bitte in Ruhe. Wir müssen zu den anderen. Du da du da hey. Du-da-du-da, hey, du-da-du-da, hey, du-da-du-da-du-da, hey, du-da-du-da, hey. Danke. Okay, erledigt. Ich sag mal nichts dazu. Ich geh extra an das Ding. Wieso hab ich das damals so oft verkackt? Das war doch einfach. Okay, ich merke, vor 4 Jahren war ich definitiv noch nicht so weit in Shootern. Bravo 2, hier Bravo 2 Actual. Hört ihr mich? Sarge? Sarge! Marlo ist bei mir. Wir sind beide okay. Ich wiederhole. Bravo 2, hier Bravo 2 Actual. Hört ihr mich? Sarge? Herrgott, warum ist das verfluchte Squad immer dann getrennt, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist? Und immer durch einen Hubschrauberabsturz. Pech. Vielleicht hat Flynn recht. Und ich muss mehr auf mein Karma achten. Du ja, verstehst, Marlo? Lass uns gehen. Aber immer nach Hubschrauber abstürzen, werden sie getrennt. Hör auf zu nerven. Danke. Sehr freundlich.
Noch mehr? Nein. Gut. Dim, dim, dim. Oh, jetzt habe ich das. Oh. Das Lied im Kopf. Das habe ich heute bei einem Video von Mrs. Wheelock gehört. Und ich glaube, das hatte sie aus einem Video der Menschen. Habt ihr den Kanister? Haben wir, aber unser Pilot wurde geschnappt. Wir verschwinden nicht ohne ihn. Bravo 2, ihr handelt unverantwortlich. Wir brauchen das Gemisch. Wir schicken ein Team, das den Piloten rausholt. Das Gemisch? Woher wissen Sie, dass es ein Gemisch ist? Sagten Sie nicht, Sie wissen nicht, was auf dem Schiff war? Bravo 2, bringt das Ding einfach her. Wir haben keine Zeit für diese. Wir lassen niemanden zurück, Scheiße. Ihr habt die Koordinaten und jetzt macht euren verdammten Job. Oh oh. Was machen wir jetzt? Könnte jemand mal was sagen, Herrgott? Keine Ahnung, wie ihr das seht. Aber für mich wird's Zeit, einen scheiß liberalen Piloten zu retten, der zufällig mein Freund ist. Helge, dieses eine Mal gebe ich dir recht. Bam, bam. Dann weißt du, wo sie Flynn hingebracht haben? Nein, nicht genau. Irgendwo da unten. Wir holen ihn. Ich will nicht... machen wir uns nämlich einfach... willst du mich verarschen? Ich bin tot. Verdammt. Verdammter Scheiß. Verdammter Scheiß. Hip hip hurra, haha. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Der ist tot. Der lebt noch. Da hinten ist irgendwo einer. Ach das. So. Ach, da hinten ist ein Turm. Den habe ich nicht gesehen. Es ist besser aus der Distanz zu kämpfen, als wenn wir da drin sind. Ich glaube, ich muss ein Stück höher zielen. Ich treffe nicht. Der ist zu weit weg, glaube ich. Hat mir auch so bekannt vor, aus einer Multiplayer-Map. Okay, dann hier mal ein Stück näher ran. Weil anscheinend treffe ich nicht. Den habe ich aber getroffen. Treffe ich vielleicht von hier? Nein. Habe ich eigentlich... Ja, schade. Man kann es ja mal probieren, ne? Tot. Alter! Der nervt vielleicht mit seinem scheiß Maschinengewehr. Ach. Dann weißt du, wo sie Flynn hingebracht haben? Nein, nicht genau. Irgendwo da unten. Wir holen ihn. Den hat's erwischt! So, jetzt haben wir erstmal die von auf der rechten Seite ausgeschaltet. Ich versuche mir diesmal alles andere auszuschalten. Wieso treffe ich den und den anderen nicht? Willst du mich verarschen? Wo ist der hin? Ist ein bisschen bekloppt. Ah, da ist noch eins. Ich glaube, der ist tot. Ja, ist noch lebendig. Aber der ist tot. Warum habe ich den jetzt bitte getroffen?
In dem Gebäude war noch einer, habe ich ja gesagt. Ne, da ist auch noch einer. Danke, dass du Ruhe gibst. Ich sehe da noch einen. Ich mag Sachen in die Luft zu jagen. Noch jemand, der Ärger will? Nicht sichtbaren Ärger. So, jetzt kommen wir einigermaßen. Ich höre Schreie von da unten. Ich weiß gar nicht, ob die rüberkommen über den Ton. Alter! Da unten links ist Flynn. Wer ist das da? Wer bist du? Ach, das ist ein Soldat. Ruhe. Ich habe einen Soldaten befreit, der für uns kämpft. Das ist ja cool, dass man hier jemanden befreien kann, der für einen kämpft. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Lassen wir die kämpfen. Nehmen wir uns zurück. Speichert. Sag ja, das wäre ein Traum für die Vorwärtsspieler, wie ich einfach eine Folge genannt habe. Da ist keiner. Wir laden mal nach. Weil es gleich meint, einer auftauchen zu müssen. Hallo. Da war einer. Oh. Okay. Wenn wir schon die ganzen Soldaten mitnehmen können. Die noch mehr hier? Ich finde das gerade echt cool, dass wir noch mehr Leute mal mehr sammeln können. Wieder mit uns kämpfen. Oh. Alter, durch das Holz durch? Willst du mich verarschen? Danke. Na ihr? Haben einen Außenposten zurückerobert. Sehr gut. Hold up. Sehr schön. Was kommt jetzt hier? Eine Zwischensequenz. Da war der Ton asynchron. Ich dachte, du wärst Pazifist. Tja, manchmal musste auch Buddha jemanden in den Arsch treten. Hey! Oh! Gut. Ihr habt alles unter Kontrolle. Hier. Wie wär's damit? Wow! Das nenn ich mal eine nette Geste. Davon kriegst du Krebs. Wie plant ihr denn, hier rauszukommen?
Da war eine Basis. Weiter unten. Mit lauter Helikoptern. Also. Gut, dann mal los. So, Flynn ist gerettet.